4.911 Zuschauer sehen eine 2:3 Niederlage der DEG gegen die Eisbären nach Verlängerung. Die anderen Ergebnisse: Iserlohn schlägt Augsburg 3:1 und München verliert Hannover 0:3. Zu meiner Rechten der geschätzte Gästetrainer Don Jackson, zu meiner Linken unser Trainer Jeff Tomlinson. Doch wie immer zuerst das Statement des Gästetrainers. Danke. Guten Abend zusammen. Nochmal in das Spiel mit Kiel und Spannung. Wie sagt man? Ja. Großer Spannung. Großer Spannung, ja. Ich bin stolz auf unsere Jungs zum Auswärtsspiel, zum harten Spiel. Gegen eine Mannschaft, die sind immer gut vorbereitet. Bei Jeff Thomason, ein guter Trainer und auch ein guter Freund. Düsseldorf ist wieder ist auch eine, für mich ein special Platz zu spielen. So, das ist alles. Viel Glück nächstes Spiel und in dieser Saison, Jeff. Vielen Dank, Don Jackson. Jeff, du bist dran. Guten Abend, ich gratuliere Donny für die 2 Punkte. Ich glaube, die Eisbären haben die 2 Punkte verdient heute. Die waren schneller als wir. Die haben im zweiten Drittel besonders das Spiel übernommen. Und das hat uns viel Kraft gekostet. Wir haben viel in unserem Drittel gespielt. Und ich fand, beide Torwarten waren heute gut, aber wie erwartet gegen die Eisbären ein sehr enges, spannendes Spiel. Und leider hat uns ein bisschen Glück gefehlt zum Ende. Und ich wünsche Donny und die Eisbären auch viel Glück weiter. Wir sehen uns bald. Danke. Gibt es bei so viel Harmonie noch Fragen? Patrick Scheer, Rheinische Post. Fragen geht an beide Trainer. Ein Wort zur Schiedsrichterleistung vielleicht. Ich weiß, ihr redet beide nicht im Sprint für die Schiedsrichter, aber es war so eine klare Linie heute. Ja, es ist immer eine Frage. Und dann, es ist hinten oder her. Es ist ein Pfeife da und ein Pfeife. Sie haben Fehler gemacht für auf beide Seiten. Ich glaube, ja. Wir spielen Ecke gegen Constantine Brown gegen Constantine Brown hat die Scheibe gewonnen. Okay, so war nichts eine Strafe. Vom Anfang an der erste hier hat nichts eine Strafe gefischt. In beide Seiten ist glaube ich, sie hat die gleiche Pfiff gemacht. Ja, ich fand, der Schiri war heute fair. Von beide Seiten. Gibt es weitere Fragen? Sollte es eben nicht so sein, dann sehen wir uns hier am Freitagabend wieder gegen ERC München und den Eisbären eine gute Heimreise.